Ja, derzeit liest man überall von den Prozessor-Sicherheitslücken Meltdown und Spectre. Die Sachen haben es ja sogar auf Nachrichtenseiten wie Spiegel Online etc. geschafft. Heise spricht hier von einem Security-Super-GAU. Also ist es durchaus eine sehr ernstzunehmende Lücke, die uns da quasi auffordert, Updates schnellstmöglich zu installieren. Die großen Betriebssystemhersteller haben Updates bereitgestellt, beziehungsweise werden das wahrscheinlich die nächsten Tage oder Wochen auch noch machen. Von Browserherstellern ist ebenfalls da etwas zu erwarten. Also da sollte man auf jeden Fall mal schauen, dass man da up to date ist. Wer sich ein bisschen für die technischen Hintergründe interessiert, dem sei hier wirklich dieser heiße Artikel hier empfohlen. Der beschreibt da recht gut und verständlich, was da genau passiert bei diesen Sicherheitslücken. Und wir schauen uns in dem Video jetzt mal an, wie man das eigene System überprüfen kann, ob da bereits Sicherheitsmechanismen installiert sind. Microsoft hat hier auf seiner Homepage in einem Support-Dokument alles beschrieben, was man dafür machen muss. Und zwar machen wir das jetzt hier auf der PowerShell und führen dann hier diesen Satz an Befehlen aus. Also legen wir los. Zuerst öffnen wir die PowerShell, dazu gehen wir ins Startmenü, geben mal Power ein und dann öffnen wir hier die Windows PowerShell. Rechtsklick, ganz wichtig, als Administrator ausführen. Das müssen wir bestätigen und dann öffnet sich auch schon die PowerShell. Im ersten Schritt installieren wir das Modul, welches die Überprüfung macht. Das ist hier mit diesem Befehl, wird das hier gemacht, Install Module Speculation Control mit Enter bestätigen. Jetzt wird wahrscheinlich eine Sicherheitsabfrage hier kommen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Und jetzt kommt jetzt hier eben die Sicherheitsabfrage, die bestätigen wir mit Ja, dass wir eben das Skript hier installieren wollen. So, jetzt kommt wieder eine Meldung, dass es eben ein nicht vertrauenswürdiges Repository ist. Das ist ganz normal und Standard. Das bestätigen wir mit A für Ja alle. Und dann wird das Skript auch schon installiert. Im nächsten Schritt übernehmen wir die aktuellen Sicherheitseinstellungen, speichern wir zwischen, damit wir die nachher wieder zurücksetzen können. Und setzen jetzt eine neue Sicherheitspolicy, Execution Policy. Soweit so gut. Das bestätigen wir auch wieder mit A für Ja alle. Und dann können wir das eigentliche Modul, was wir gerade installiert haben, noch importieren. Und dann können wir es auch endlich ausführen im letzten Schritt. Das geht dann hier mit Get Speculation Control Settings. Also das muss man jetzt auch nicht abtippen hier. Das verlinke ich alles. Da kann man sich das dann kopieren und dann ausführen. Also Enter drücken. Und dann sieht man jetzt hier, wie diese Ausgaben jetzt hier erscheinen. In den Ausgaben sehen wir jetzt hier diese beiden Sachen. Der obere Teil jetzt hier, der betrifft den Spectre, die Spectre-Sicherheitslücke, der hier unten dann Meltdown. Und kurz gesagt, sollte hier überall True stehen. Bei mir steht jetzt hier False. False bedeutet leider, dass mein System nicht sicher ist. Und ja, bei meinem System ist auch ein bisschen die Frage, ob es überhaupt sicher werden wird, weil es doch ein sehr älterer Prozessor ist und ob da jetzt noch entsprechende Updates für die CPU bzw. das Betriebssystem das System sicher machen. Das steht so ein bisschen in den Sternen. Ja, so kann man das auf jeden Fall überprüfen und könnt ihr ja mal ausprobieren. Im letzten Schritt setzen wir jetzt noch die Sicherheitseinstellungen der PowerShell hier zurück. Das heißt, das machen wir jetzt mit diesem Befehl, Execution Policy, bla bla bla. Das haben wir ja vorhin oben gespeichert. Drücken wieder Enter, übernehmen das wieder und haben dann quasi den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt. Ja, das war's, was ich zeigen wollte. Überprüft eure Hardware, ob der entsprechende Sicherheit vorhanden ist. Wenn nicht, in diesem Fall, ja, und ihr habt einen neueren Prozessor, einfach mal die Windows Updates auf jeden Fall mal installieren und einfach die nächsten Tage oder Wochen das auch nochmal ausprobieren, ob sich das dann so bessert, wenn jetzt da neue Updates verfügbar sind. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und auf Wiedersehen.